So, gucken wir noch mal. Runter geht es jetzt logischerweise nimmer, denn wir haben das Ding ja hochgefahren. Okay, hier ist wieder das Aquarium. Ist da rüberspringen? Niemals. Okay. Und wenn ich darüber springe, das ist ja dasselbe wie... Kann ich eigentlich... Oh ne, dann splasht er nach unten, ne? Okay. Nein. Hey, komme ich gar nicht mehr zurück. Okay, dann muss ich da oben springen. Oder hier. Nee, da oben. Wahrscheinlich von hier aus, ne? Jo. Ja, von da aus wäre es auch gegangen. Okay. Gut, jetzt können wir uns hier das Teil abholen. Und darüber laufen. Da oben links steht auch noch so ein Vieh. Er ist ein bisschen hakelig. Guck mal da. Ich soll springen. Ich glaube, wir müssen noch mal zurück. Denn ich glaube, da drüben war auch noch was. Ich muss nochmal zurück. Ich komme bestimmt mit dem Teil da drüben auch noch irgendwo hin. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Da links war noch so ein Teil zum Festheben. Da muss ich auch noch hin. Da auf das Rohr? Nee, das geht nicht. Nee. Ich darf hier gar nicht weiter. Da nach links komme ich definitiv nicht, oder? Nee, da komme ich nicht hin. Nee. Nee, nee, okay. Dann doch nicht. Bringt es mir denn da hinzugehen? Da links oben war ich doch schon hier direkt über mir. Bringt mir doch gar nichts. Ganz schlecht getimed.
Hallo, lass mich hier mal vorbei. Kommt der? Ist der runtergefallen? Komm her. Ist hier hinten dran noch was? Außer der Tod? Wahrscheinlich nur der Tod. Ah, Safe Slot. Geil. Okay, ist nichts mehr versteckt. Ah. Komm ich hier schnell durch oder was? Ja. Ah, aua! Okay. Kann ich hier machen? Ah, da, einfach drücken. Okay. Hier ist auch eine Strömung, oder was? Nee. Keine Strömung. Okay, das ist ein bisschen Clipping-Fehler hier. Gehört auch dazu, ne? Hätte ich hier rein? Naja, ich kann ja im Wasser auch mit meine Faust aufladen oder so. Hier ist ein Teil. Kann ich hin? Komme ich hier wieder zurück? Ich mache hier wieder zurück. Bringt mir aber nichts, ne? Erstmal zumindest. Nein! Oh, Mensch! Ah, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite, okay. Alles klar. Okay, ein kleiner Shortcut. Nein. Immer auf der Suche nach Geheimnissen, ne? Secrets und so weiter. Jetzt bitte nicht runterfallen. Hier ist nämlich keine Kante zum Festheben. Oh. So, bringt's was, hier runter zu gehen? Das linke Rohr? Nee, ne? Nee. Hier kommt man wahrscheinlich gar nicht hoch, so wie es aussieht. Da ist aber auch nichts da oben. Muss einfach hier runter, ne? So wie es aussieht. Oh, hier kann ich wieder so einen Typ befreien. Der macht wieder irgendwas Schönes. Ah, der macht ganz da unten, ist jetzt sauber. Sieht man das auch?
Aber der macht das erst, wenn ich hinkomme, oder? Der wartet jetzt auf mich. Oh nein, nicht darunter. Hier hin. Okay. Wow. So, schön. So, und töten. Drei von sieben von den Teilen haben wir jetzt schon vernichtet. Also circa die Hälfte des Spiels nach. 4, 7, 8 Stunden oder so. So, oh, da, der eine hat es noch überlebt hier. Toll. So, was hat es mir jetzt gebracht? Okay, ich habe hier anscheinend alles. Drei von sieben haben wir. Ja, und auch ungefähr die Hälfte von unserem Schwert und nicht ganz die Hälfte von diesen, wie heißen sie, diese Schmetterlinge. Na, guck mal, da ist unser Freund. Okay, der zeigt mir jetzt vom Prinzip, dass ich rausgehen muss, oder? Hier wollte ich ewig, ganz am Anfang wollte ich nochmal gucken, ob es auch nach links geht. Nein, geht es nicht. Okay. Aber man sieht ja an den Symbolen in der unterirdischen Welt, die ich gerade hatte, wir haben ja alles erledigt. Vielleicht noch ein Secret oder so, aber wir haben eigentlich alles erledigt, alles Wichtige. Was ist jetzt hier oben passiert? Irgendwas muss jetzt hier ja passiert sein, oder? Hier hat sich vorher ja auch irgendwas getan. Ah, jetzt habe ich hier einen neuen Weg. Jetzt muss ich da runter. Okay, mal gucken, wie wir da hinkommen am besten. Ja. Das war wahrscheinlich komplett falsch. Jetzt auch alles weg. Ah, die sind jetzt auch weg. Ah, cool. Nein, nein. Oh, das war knapp. Jetzt kann ich hier durchschwimmen. Das ist ja geil. Oh, shit. Ich hab gedacht, ich kann da hoch. Ich denn hier für X drücken? Ach, da ist was im Gras. Guck mal, süß. Können wir wieder streicheln. Der freut sich, ne? So, das ist neu hier. Oh, was? Warum?
reicht einfach nicht. Kleine Dinge des Lebens, genau. Ist hier noch irgendwas? Nein. Aber warum? Ach, weil das hier in der Mitte noch falsch steht. Das sah doch aus, wie man es zerstören kann, oder? Nein. Aber hier geht was. Zwei von fünf. Okay, jetzt hier einfach die Tür aufgehen. Kann ich hier noch rüber? Nee. Okay, aber das bringt mir jetzt nicht viel, ne? Denn hier war ich ja schon. Naja, das haben wir schon alles abgefrühstückt hier. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich einfach ins Wasser. Wir hoffen, dass hier kein Fisch kommt. Oh oh. Also komme ich einfach zu dem hier. Dann kann ich den nämlich auch nochmal platt machen. Und dann kann ich das hier oben drehen. Und der kann ja nicht wirklich was. Und wo drehe ich das hin? So bringt es mich nur wieder zurück. Bringt es was, wenn ich das so drehe? Da oben, hier war auch noch irgendwas. Hier rein. Kommt man da auch rein? Ist hier noch irgendwas? Ach, so viele Fragen. Ist hier auch irgendwie rein? Ich kann mich hier runterfallen lassen. Hast du No Man's Sky auch eine Chance gegeben? Ich fand, das ist scheiße, absolut ganz schlimm war das. Guck mal, so komme ich hier rein. Okay. Ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber... Was hat das jetzt gebracht? Das hat nur die Tür aufgemacht, ne? Okay. Ach so, wäre ich auch hier reingekommen. Gibt einfach zwei Möglichkeiten. Auch runter. Ja, nu. Ist hier noch was? Ach, jetzt sind hier schon zwei Fische. Mhm. Okay, vielleicht kann ich hier rüber dashen. Glaube ich aber irgendwie nicht. Ich muss ja dann in die Mitte, ne? Mittlerweile, ich glaube, der GameStar-Redakteur hat es sehr gut ausgedrückt. Es gibt mehr Content, zumindest das Game jetzt wesentlich breiter, aber leider nicht tiefer. Ja, das war halt, also, das mir hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fand das so, das war so gehypt, das Spiel. Und es hat sich auch alles gut angehört und es sieht auch schön aus, aber... Ah, guck mal einer an. Hat's doch einen Sinn gehabt, das Ganze.
Das alles dafür? Okay. Naja, ist ein halbes Herz, ne? Ja, ist einfach nur Rohstoffe abfarmen. Und das war's dann, ne? Rohstoffe abfarmen, das war's. So, also muss ich mal gucken. Ich bin da, ich muss aber darüber irgendwie. Hätte ich da von da oben rüber dashen können, rüber weiterlaufen können? Ich probiere es nochmal. Vielleicht war das doch nicht nur für diesen Herzcontainer, sondern hat das auch einen tieferen Sinn gehabt. Nee, ich muss nicht dahin, sondern da komme ich hoch. Ah, okay, alles klar. Achtung. Jetzt muss ich halt ein bisschen schwimmen. Hier wäre man auch hochgekommen. Okay. Alles klar. Inventäre Questreihe. Eine nette Geschichte, aber das ist nicht eine ganze Geschichte. Eine nette Geschichte. Was denn? Also, mit mir nicht. Kili, mit mir nicht. Definitiv nicht. Ach, guck mal, das haben wir jetzt komplett abgefrühstückt hier, ne? Also, da kann mich nichts mehr zu bewegen. Ach, hier ist unser Freund. Ah, da müssen wir was zusammen machen. Ach stimmt, muss ich ja erstmal finden im Spiel, ne? Wir haben eine Errungenschaft. Eine alte Quelle. Danai. Danai, sagt er wieder. Danai. Erstmal hier, ne? Wir müssen nach links, also gucken wir erstmal rechts. Ah, okay. Aber hier haben wir jetzt wirklich alles, ne? Wir haben hier komplett aufgedeckt, so einen schönen schwarzen Rand außenrum. Das Einzige, was noch, wo noch was ist, ist hier unten. Da scheint es auch noch irgendwie weiter zu gehen später. Echt, man sieht sich trotzdem nicht. Es gibt wohl ein Feature, dass man ein kleiner blauer Punkt was anderes darstellt. Das war, ach du Scheiße, ich habe gedacht, man kann sich auch irgendwie finden, dass es nur sehr unrealistisch ist. Da unten war ich aber schon komplett. Okay. Komplett? Ja, hier irgendwie hier unten muss schon noch irgendwas sein, aber naja, sehen wir, wenn wir gleich bei dem Punkt da unten sind. Ja, hier waren wir auch schon. Ich muss nochmal hier runter. Okay, dann gehen wir nochmal hier runter. Nein. Aber nach links müsste ich irgendwie. Naja. Komme ich aber nicht hin so, ne?
Oh Gott, hier auf diesem Ding? Really? Okay. Nice. Täuschung! Haben wir das Achievement bekommen? Weil der da runtergefallen ist, oder was? Okay, cool. Das ist halt manchmal echt scheiße, ne? Hat ich auch gedacht, genau. Ach, really? Ganz da oben? Oh mein Gott. Okay, ich habe hier aber den Shortcut zum Glück ja frei gemacht. Das heißt, ich kann hier einfach durchlatschen. Muss ich ja gar nicht. Ich muss hier einfach nur ins Wasser und hoffe, dass ich nicht gefressen werde. Hier dran, ne? Ach, die sind wieder da. Okay. Cool, das kann ich hier nochmal gucken, ein bisschen. Okay, hier ist aber nichts mehr, ne? Also das war das absolute, jemals das schlimmste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Beziehungsweise schlechteste Preis-Leistungs-Verhältnis, so kann man sagen. Oder das Spiel, von dem ich am meisten enttäuscht war. So, ist hier irgendwo ein Save-Punkt oder so? Das hier ist auch neu, ne? Hier ist nichts. Okay. Ja, die Entwickler haben da halt auch komplett Kacke gebaut, indem sie halt einfach so viel gesagt haben, ne? Was es geben soll. Hier ist nirgends ein Speicherpunkt. Ich will das nicht nochmal machen. Ja, genau. Jeder dritte Planet sieht er gleich, ja. Also, random generiert, cool, mag ich, ja. Wie bei Binding of Isaac, aber das war halt zu stupide einfach nur. Ich meine, ich habe auch nicht viel gespielt, weil die Performance damals halt auch noch so unter aller Sau war. Echt ganz, ganz schlecht. Jetzt mach das. Ich habe nichts anderes gemacht. Okay, ich laufe einfach mal. Hier muss ich doch aber gar nicht hin. Was ist da unten noch? Erstmal wissen, was hier unten noch ist. Nichts. Toll. Hier war ich auch schon. Ach. Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Jetzt check ich's. Okay. Kann ich da nach hinten noch? Ja, aber da bringt nichts. In dem neuen Patch finde ich das ein gewissen Feature sehr schön. Sie in ihrem Raumschiff im Planetenorbit schießen. Okay.
Ja, ganz ehrlich, Bullshit, das Spiel, ganz ehrlich. Kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt noch jemand spielt oder Lust dran hat. Okay, jetzt sind wir aber richtig. Okay, da kann ich auch runterspringen. Ist da unten noch was drin? Wahrscheinlich nicht. Ah, oh, Safe Slot, nice. Nein, raus hier. Ey, wie soll ich dem denn ausweichen? Hätte mir nochmal eine Chance gegeben, dem großen Update nochmal 6 Stunden Ressourcen gesammelt und Gebäude gebaut. Ergebnis war eben, dass ich mich wieder gefragt habe, warum ich jetzt eigentlich seit 6 Stunden Ressourcen sammle. Genau, so ging es mir auch die ersten 3 Stunden schon. Ey, ich komme nicht weg. Boah. Okay. Das kann ich eh noch nicht machen, ne? Okay. Sackgasse wieder. Nein, nicht runterfallen.